Manche Tunnel haben Kurven, liebe Zuschauende. Merkwürdiger Satz, oder? Eine Frau hat ihn mal gesagt und ich habe gestaunt. Aber was sie zu diesem Satz sagte, ließ mich dann verstehen. Manche Tunnel haben Kurven. Sie sitzen in einem Seniorenstift. Schön eingerichtet, augenscheinlich sollte man sich hier wohlfühlen. Ja, sagt die alte Frau, manche Tunnel müssen Kurven haben, denn sonst würde ich ja schon das Licht sehen. Das Licht? Aber hier brennt doch das Licht, sagt die Besucherin. Ja, ja, sagt die alte Frau, manchmal brennt das Licht und doch kann es ganz dunkel sein, denn manche Tunnel haben Kurven. Das war ein seltsamer Dialog. Ein wenig verworren und rätselhaft klingen die Worte. Manche Tunnel haben Kurven. Ja, manche Tunnel haben Kurven. Wer daran denkt, was so passiert auf einem langen Lebensweg, dass es manchmal ganz plötzlich von jetzt auf gleich von hell auf dunkel gehen kann, sodass man sich an das Licht gar nicht mehr erinnern kann. Und wer Rückschau hält auf den Lebensweg, sieht auch, dass es nicht immer einfach geradeaus geht. Auf fast allen Lebenswegen gibt es mal Abzweigungen, Umwege, Winkelungen und manchmal auch ganz schön lange Nebenstrecken. Manche Etappe führt nach oben und manche eben wieder nach unten. Und manchmal ist es wie in einem langen Tunnel und manche Tunnel haben eben auch Kurven. Es gibt sogar Lebenstunnel, die sehen so aus wie ein einziges Kurvenlabyrinth. In ihnen geht es hin und her und es gibt nicht nur unvorhersehbare Wendungen, sondern auch Abwege und Sackgassen. Wer da hineingerät und dann den Überblick verliert, fällt fast unweigerlich in Panik und fühlt sich wie eingeschlossen, mitten im Tunnel, wie in einem finsteren Loch eingesperrt. All das kann fürchterlich sein und schreckliche Angst auslösen. Und heftige Angst ist ganz schön furchtbar. Aber im Kurvenlabyrinth, im Tunnel, gilt auch noch etwas anderes. Kein Labyrinth ist ohne Mitte und kein Tunnel ist ohne Ausgang. Und sei es nur, dass er durch Kurven gerade unsichtbar gemacht wurde. Am Ende jedes Tunnels gibt es Licht. Nur wer das im Auge behält, hat die Chance, im Labyrinth des Lebens auch die tiefsten Tunnelerfahrungen durchzuhalten. Am Ende jeden Tunnels gibt es Licht. Nur wer das in seinem Herzen bewahrt, kann in der finstersten Finsternis durchhalten, sich orientieren und gegen Hoffnungslosigkeit anhoffen. Am Ende jedes Tunnels gibt es Licht. Wer das nicht vergisst, übersteht auch die Kurven im Tunnel. Gewiss nicht ohne Furcht und Zittern, aber doch so, dass er sie weitersehen kann und weitergehen mag. Beides deshalb, weil eben klar ist, jedes Labyrinth eine Mitte, jeder Tunnel ein Ausgang. Es sind manchmal, denke ich, die Umbruchzeiten in der Jugend, die so schwer sind und wo es auch wirklich schwierig ist, überhaupt einen Ausgang zu sehen. Ich möchte von Julia erzählen. Julia hat ein wunderbares Abitur gemacht und alle aus ihrem Bekanntenkreis wissen genau, wie es bei ihnen weitergeht. Die eine fängt dort an zu studieren, die andere hat in einer anderen Stadt wunderbare Lebenspläne. Nur Julia hat keinen Plan. Sie ist zu Hause bei ihren Eltern und das Gespräch beim Essen immer wieder, Julia, weißt du jetzt, wie es weitergeht?
Willst du nicht das studieren? Ach, das ist doch eine gute Idee. Oder was hältst du davon? Julia schweigt. Julia weiß für sich überhaupt keine Antwort. Sie fängt in einer Kneipe an zu jobben. Hier fühlt sie sich wohl. Hier sind einfach die Menschen, die was trinken wollen. Das war übrigens vor Corona-Zeiten. Und hier fühlt sie auch keinen Druck. Hier kann sie einfach sein, wie sie ist, mit den Gästen ins Gespräch kommen und einfach Julia sein. Die Monate gehen ins Land. Die essen mit der Familie, schweigsam, drückend. Die Eltern sind verzweifelt. Und dann auf einmal, eines frühen Morgens, wacht Julia ganz früh auf und spürt, irgendwas hat sich in ihr verändert. Sie steht auf, geht los, geht zum Bäcker, packt eine große Tüte Brötchen ein, die sie gerade eben gekauft hat, und geht durch den sonnenklaren Morgen nach Hause. Kocht den Kaffee, deckt den Frühstückstisch und die Familie frühstückt zusammen. Sie schaut ihre Eltern an und sagt, ich weiß endlich, wie es mit mir weitergehen soll. Ihr Tunnel hat endlich einen Ausgang gefunden, aber es war eine lange Zeit. Manches braucht wirklich Zeit, um zu wachsen. Und manches geht wirklich durch Tiefen und durch Höhen. Und ich glaube, solche Tunnelerfahrungen, die können wir uns alle erzählen. Manche Tunnelerfahrungen erzählen von Verlust, von Krankheit, von Tod. Manche Tunnelerfahrungen von Krisen und von Zeiten, in denen wir einfach nicht wussten, wie es weitergeht. Und wir können in diesen Zeiten an Jesus Christus denken, der als Menschensohn am Kreuz hing und von allen Menschen wie verlassen war. Ja, von Gott verlassen, schrie, so wie wir es in der Passionszeit uns erinnern und daran denken. Da sind Menschen wie Julia, da sind andere Menschen mit ihren Schicksalen und da ist Jesus, der Christus. Und da sind wir, jede und jeder auf einem anderen Stück des Lebensweges. Manche von uns mitten in einem Tunnel, manche davor und manche, ja, die haben den Ausgang geschafft. Die Tunnelerfahrungen, die wir alle machen, mögen manchmal bitter und dunkel sein. Und so dunkel, dass es keinen Lichtschimmer gibt. Aber, und so einfach und so platt es vielleicht klingen mag, am Ende des Tunnels gibt es Licht. Und die Hoffnung, die an dieser Wahrheit geknüpft ist, die kann im Dunkeln Licht schenken, das von innen kommt und uns mitten im Tunnel Licht schenkt. Und wir dürfen daran denken, dass wir dabei von Christus geleitet sind, der selber die schwersten und die tiefsten Tunnelerfahrungen gemacht hat und von dem wir sagen, er ist das Licht der Welt. Die Kraft darauf zu setzen und daran festzuhalten, was auch immer geschieht, die schenke uns unser Gott, der uns Christus geschenkt hat, damit wir mitten in den dunkelsten Lebensphasen ein Licht haben. Amen.
Ich lade Sie herzlich ein, mit mir das Vaterunser zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Liebe begleite euch in eurem Leben. Gott segne dich und er behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.